So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Wer heute früh, beziehungsweise halt wer Frühschicht hatte und um 6 Uhr außer Haus gegangen ist und jetzt 4 Stunden später auf die Kurse schaut, der trifft es wahrscheinlich, der ein Bulle ist, mal einen positiven Schlag, denn um 6 Uhr standen US Futures, also gerade Nest, also Dow Jones Index Future 100 Punkte minus noch und der Nikkei hat ein Tagestief erreicht und hat im Future-Handel gegenüber von den Schlusskursen auch nochmal 500-600 Punkte abgegeben. Und direkt um 6 Uhr kam dann auch beim Nikkei eine Trendwende und aktuell konnte er halt von dem Tief rund 500 Punkte dann zulegen. Also eine enorme Volatilität und eine komplette dann Trendwende gegenüber 6 Uhr morgens. Das ging natürlich im DAX und bei den anderen Indizes natürlich nicht spurlos vorbei. Im DAX gibt es nur, aktuell sehe ich BASF, die ist leicht im Minus. Im TechDAX gibt es von den 30 Werten 30 Gewinner aktuell und beim MDAX sind es 48 Gewinner zu 2 Verlierern. Allerdings die Verlierer, ja, sind natürlich nur minimale Minus. Vorher war es noch 50-50, also 50 Gewinner auch im MDAX. So, dann schauen wir auf das Chartbild vom DAX. Das ist jetzt hier die aktuelle Wochenkerze, der Wochenchart. Gestern ja sozusagen der Drei-Stufen-Plan gezündet. Eine Long-Position, eine Swing-Long-Position, dann doch nahe dem Low aufgenommen, traf also nicht mehr die Unterkante des Trendkanals und ja gut, steht jetzt 220, 230 Punkte höher. Ob jetzt hier noch das Kursziel oder beziehungsweise halt die Unterkante angelaufen wird, ich denke mal heute nicht, sollte es heute wirklich noch bearish Reversal geben, dann würde ich mal sagen, gute Nacht, Wochenkerze und gute Nacht, DAX. Ja. Ich war ja doch immer noch teils halt bullish, teils von den Einzelaktien ja nicht angetan, aber da waren halt Möglichkeiten gegeben, dass es doch wirklich endgültig hier auch mit dem Verkaufsdruck ein Ende haben könnte. Allen voran eben eine Bayern. Wenn man jetzt hier den Trendkanal vielleicht noch hier runtersetzt, ja, ein, zwei Auflagepunkte, den vielleicht noch verschiebt, dann wäre hier sogar, es kommt ja auch immer drauf an, wie der Trader den Trendkanal setzt. Im Wochenchart kann man den ein bisschen anders setzen als im Tageschart, weil hier die Kerzen, die Hochpunkte woanders liegen. Deshalb wollte ich auch nicht unbedingt auf einen komplettes Low warten mit einem Swing-Einstieg, sondern halt eben möglichst gestaffelt reingehen. Also eine Bayer hat definitiv das Zeug, auch belastbaren Boden zu bilden. Eine Daimler sollte hier im Wochenchart ja über den SMA 200 wieder steigen können. Das wäre jetzt hier ein Level von 60-50. Dann sieht es hier jedenfalls auch so aus, als wäre diese Abwärtsbewegung ab dem Hoch vom 30.11. zu Ende und könnte eine dreiwillige Gegenbewegung und wieder das Kursziel von etwa 70, 71 Euro ansteuern. Eine Siemens könnte hier im Tageschart das Gap schließen und hätte auch noch mindestens Platz eigentlich bis 84. Eine Allianz, ja, wie man jetzt hier sieht im Tageschart, ist ja enorm weit weg vom EMA 10 und auch von der Unterkante des Rainbows. Also hier, wenn man davon ausgeht, dass in etwa diese Durchschnittslinie erreicht wird, dann könnten hier 137 etwa erreicht werden. Es fällt ja noch extrem, also ein, zwei Tagen vielleicht wäre dann 137 möglich. Hier bei der SAP, wo dann dem, sag ich mal, Ausverkaufstag alles unterschritten,
jedenfalls auf Tagesbasis, ein paar sind Tagesbasis, ein paar Wochenbasis Widerstände. Jetzt kommt der, was ehemalige eigentlich eine fette Unterstützung sein sollte, ist jetzt natürlich eine Widerstandszone, aber eine SAP sieht hier von den Kerzen jetzt gut aus und auch sonst war die ja relativ stabil. Die BASF war hier im Realtime-System schon ein bisschen im Minus. Hier ist aber auch noch eine wichtige Unterstützung im Monats, vom Monatsstart her bei 65. Wenn wir jetzt hier den, aktuell neues Hoch sehe ich gerade. Dann schalten wir doch gleich in den Tageschart auch rein. Wenn man hier jetzt auch die Unterkante des Rainbows annehmen würde, was ich auch gestern schon eben kurz erwähnt habe, wären hier Kurse von 9.270 oder 2.50 möglich. Und dann wäre auch nur erstmal die Unterkante angelaufen. Und Widerstand, ja, liegt knapp noch über 9.100 rund. Im Stundenchart, ja, liegt hier dann eben der EMA 38, der ist jetzt hier nicht wirklich richtig immer sauber, ein Widerstand oder eine Unterstützung, aber in letzter Zeit, aber eben hier wäre dann eben möglich, dass er eben hier eben abprallt und dann leicht wieder zurückfällt. Ich meine, leicht, man sieht ja, wie viel Volatilität drin ist vom Tief. Ja, stehen wir jetzt fast 200 Punkte dann höher. Und ja, wären noch rund 100 Punkte möglich. Also an hier werde ich dann doch gleich, die eine Position ist halt dann auch nur ein Teilgewinn, sage ich mal, ein Teilgewinn von der Gesamtposition dann schließen. Dann hätte man vom Tief von 8,8 sind dann ja 300 Punkte. Wie gesagt, möglich wären hier bis knapp unter der 9,3. Ob das jetzt über 9,3 direkt mit dieser Erholung gehen könnte, ja, darf auf jeden Fall bezweifelt werden. Man muss halt die Muster dann anschauen. Aber sonst geben von den einzelnen Aktien wird schon was für die Erholung sprechen. Danke und bis später.